Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich nicht tanzen, nicht schauspielern und nicht singen sollte. Sogar als ich schon berühmt war. Hätte ich darauf gehört, würde ich den ganzen Tag nur drin sitzen und nichts tun. Nur du weißt, was in dir steckt. Herzlich willkommen zu Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. Mein Name ist Uta Jentzewski und ich darf wie immer die wundervolle Barbie begrüßen. Hallo, meine Liebe. Hi, liebe Ute. Wie geht's dir heute? Wir nehmen heute ganz ungewöhnlich mal an einem Wochenende auf. Haben wir noch nie gemacht. Ja, ich bin ganz entspannt. Okay, das ist schön. Mal nur mal so zur Info. Wir haben das immer sonst relativ spät abends und dann ist es wirklich manchmal am Ende so, okay, wir haben es geschafft. Es ist Mitternacht, aber wir haben es geschafft. Ja. Nee, jetzt ist Samstagvormittag, die Sonne scheint. Das Einzige, ich will dann ziemlich bald wieder raus. Ja, gut, das kriegen wir hin. Um wen geht's denn Jennifer Lopez. heute? Ich muss ja sagen, nachdem wir uns letztes Mal mit Hannah Arendt beschäftigt haben und also Oh ja. richtige Herausforderungen hatten, das so hinzubekommen, dass es irgendwie Sinn macht, da war das jetzt entspannter in der Vorbereitung, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich wollte auch Jennifer Lopez machen, weil ich unbedingt den Film Halftime anschauen wollte und dachte so, oh, das passt ja. Stimmt, der war ja schon eine Weile eher draußen, aber ich habe ihn mir da auch jetzt damit angeguckt. Hast du auch angeschaut? Die Super. Amis haben es halt auch raus mit Emotionen. Bei mir zieht es immer, wenn man das sowas mag, dann kann ich es voll empfehlen. Es hat echt Spaß gemacht zu gucken. Ja, hat Spaß gemacht, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gern, dass es noch ein bisschen mehr darum geht, wie sie so angefangen hat, wie hart sie es hatte. Da erfährt man irgendwie nicht so viel darüber. Aber sonst eindrucksvoll ihre Performance, ne? Da ging es ja hauptsächlich, ne, um die Super Bowl Performance. Also schon toll. Auf jeden Fall was für noch nicht Lopez-Fans. Mir hat die Kombi gut gefallen, aus viel Showvorbereitung, aber auch so hinter den Kulissen, um mal zu gucken. Für mich war die Balance gut. Ja, woher kennen wir Jennifer Lopez? Also, Jennifer Lopez wurde geboren am 24.07.69. Jennifer Lopez, oder auch J.Lo genannt, ist eine Sängerin und Schauspielerin aus den USA mit puerto-ricanischer Herkunft. Latina. Ja. Mit 80 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Und dann schauen wir uns doch mal an, was es genau auf sich hat mit Jenny from the Block, wie sie ja auch sich selber quasi genannt hat in einem ihrer Lieder. Also warum from the Block? Weil sie aus New York kommt, aus der Bronx und erstmal als Tänzerin und Tanzlehrerin gearbeitet hat. Wo sie am Anfang aufgetaucht ist, relativ ja, zu Beginn ihrer Karriere war bei Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Und wo ich sie dann zum ersten Mal gesehen habe, als Schauspielerin wahrgenommen habe, war 1998 bei Out of Sight mit George Clooney. Das war dann auch, wo sie ihren ersten Plattenvertrag hatte. Und 1999 kam dann If You Had My Love raus. Da war schon direkt der Karrierestart Schauspiel und Singen. Bekannte Rollen sind zum Beispiel Darf ich bitten, Plan B für die Liebe oder jetzt auch 2019 aktuell Hustler, in dem sie eine Stripperin spielt. Und dafür sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Sie ist die einzige Künstlerin, die jemals auf Platz 1 der Musik- und der Kinocharts gleichzeitig war. Kritik hat sie allerdings auch reichlich bekommen, zum Beispiel dafür, dass in ihrer Modelinie viel Pelz verwendet wurde und dass sie sich zum 50. Geburtstag eines Diktators in Turkmenistan hat einfliegen lassen, was sie angeblich nicht wusste, was da alles abgeht. Wurde sehr kritisch gesehen. Ansonsten waren ihre Beziehungen sehr, sehr im Rampenlicht. Sie war dreimal verheiratet. Am längsten und dann auch der bekannteste war Marc Anthony. Von 2004 bis 2011 waren die verheiratet. Und aus der Zeit stammen auch die Zwillinge Max und Emmy, die 2008 geboren wurden. Aktuell ist sie tatsächlich wieder verlobt mit Ben Affleck, was sie schon vor 18 Jahren gewesen ist. Also auch ziemlich wilde Nummer im Privatleben. Bennifer. Bennifer ist wieder da. Also ansonsten ist sie auch aber eine krasse Geschäftsfrau. Einfach, sie hat eine Modelinie, ein Parfüm. Sie hat ihre eigene Barbie, also Zusammenarbeit mit Mattel. Hat ein kubanisches Restaurant, das heißt Madres. Genau, das führt ein Ex-Mann von ihr. Und 2014 kam dann auch noch ihre Biografie raus, True Life. Ja, also die komplette Kombi aus allem. Singen, tanzen, schauspielen, Business. Das ist schon beeindruckend, wie man so viel machen kann und natürlich auch noch eine Familie hat, ne? Ja, Wahnsinn, ja.
wie die das alle unter einen Hut bringt. Das ist ja eigentlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast oder das Format, was wir machen, auch immer spannend finde, wenn unsere Frauen, die wir vorstellen, auch Familie haben, weil ich das immer so überlege, okay, wie machen die das? Ja? Wie machen die das, dass sie die Karriere und dass ich verwirkliche mich selber unter einen Hut kriegen und dabei auch noch es schaffen, ihre Kinder sich zu verwirklichen oder verwirklichen zu lassen und die Zeit mit denen zu verbringen und sie zu lieben. Ja, das merke ich immer wieder, wenn ich mich beschäftige mit einer Person, dass ich da immer drauf achte und schaue, wie machen die das? Was kann ich mir davon abschauen? In ihrem konkreten Fall finde ich es auch so süß, dass sie von ihren beiden Zwillingen immer von Coconuts spricht. Ich habe mir so ein YouTube-Video angeschaut von den dreien, wie sie die beiden am Küchentisch einlädt, ihr Fragen zu stellen. Und da merkt man, die haben so ein nettes Miteinander, lachen viel. Sie ist ja auch relativ spät Mutter geworden. Das erklärt vielleicht auch, warum sie extrem innig und wertschätzt das Muttersein an sich. Und vielleicht auch ihr eigenes kompliziertes Verhältnis, das sie zu ihrer Mutter auf jeden Fall hatte. Das fasziniert mich auf jeden Fall, dieses, ja, was für ein Rezept an guter Mutter kann ich mir von ihr abschauen? Und da habe ich dann ein Zitat gefunden von ihr, wo sie dann sagt, so, dass ihre Kinder ihr ganz viel beibringen und dass sie viel über Kinder erfahren hat und vor allem, dass sie immer gedacht hat, okay, die Kinder machen, was du sagst, aber nein, die Kinder machen das, was du tust. Ja, fand ich sehr wahr, wenn je länger ich drüber nachgedacht habe und auch schön. Ja, da fällt mir auch so eine Geschichte ein, was man da immer plakativ dazu erzählt. Sitzt eine Mutter neben ihrem Kind und die beiden lesen. So. Und die andere Mutter auf der anderen Bank, die guckt auf ihrem Handy und das Kind halt auch. Und dann sagt die aufs Handy guckt, krass, wie kriegst du dein Kind dazu, dass es liest? Also ja. Absolut. Weil du gerade schon gesagt hast, ne, dass sie es relativ schwierig hat in ihrer Familie. Also ich finde es extrem hart, wenn man hört, mit 18 Jahren rausgeschmissen zu werden, weil man seinen Traum verfolgen will. Da kann ich voll mitleiden und mitfühlen, weil sie eigentlich nur ihr Ding machen wollte. Und ihre Eltern halt für sie im Kopf hatten, dass sie irgendwie Rechtsanwältin wird. Und das war halt nichts für sie. Sie wäre todunglücklich geworden, hätte sie das jetzt versucht. Lernen auf die normale Art oder was auch immer für so einen Beruf, das war halt null ihr Naturell und sie hatte keinen Bock drauf. Und dass das so krass explodiert ist, dass sie dann ja ihre Familie verlassen musste, das ist echt hart. Ist krass. Sie hat echt so ein Ultimatum gekriegt. Ne? Die Mutter hat echt so gesagt, okay, entweder du lernst oder hier ist die Tür. Ja, aber wie stark, dass sie gegangen ist. Ne? Sie hat es gemacht und sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Das muss man auch dazu sagen, wie wenige schaffen es dann auch wirklich. Ne? Oh Gott. Ja. Also das ist halt natürlich extrem. Und im Endeffekt glaube ich aber schon, dass die sehr eng war mit ihrer Familie. Sie hat dann später auch gesagt, in Beziehungen, sie wollte halt immer Familie und eng sein, weil sie kannte das ja, sie hat ja mit ihrer Schwester im Bett geschlafen, glaube ich, oder zumindest im Zimmer. Das war, glaube ich, schon sehr eng mit ihren beiden Schwestern und überhaupt, ich glaube, die hatten ein enges Verhältnis und dann finde ich es noch krasser, dass dann einfach so ein Cut ist. Auch wenn die Mutter sie wohl auch geschlagen hat, also das kam dann auch nochmal so durch. Also die Mutter hatte so ihr eigenes Trauma. Stimmt, die sagt, die Mutter ist kompliziert, aber jede Mutter ist kompliziert. Sie hat aber auch von ihrer Mutter, die wollte ja auch immer eigentlich auf die Bühne und alle ihre Tanzmoves hat sie wohl von ihrer Mutter. Also so schlimm war die Mutter dann auch nicht. Nee, ich fand es bloß extrem, wie sie es gesagt hat. Also sie hat es halt schon sehr, ne? In der Doku war das auch, glaube ich, mit schon krass gesagt. Ja, wenn die ausgerastet ist, dann hat sie uns mit einem Leuch geschlagen. Also das fand ich schon eine krasse Aussage, wo ich so, huch. Aber ich glaube auch, dass es trotzdem eng war halt. Also ich glaube nicht, dass, also da war auf jeden Fall viel Bindung. Und im Endeffekt, gerade bei Mutter-Tochter-Themen, triggert ja genau das, was die Tochter auch hat. Genau das bringt einen dann so richtig krass zum Explodieren. Ja. Und vielleicht war das gerade das bei der Mutter, ne? Dass sie das gleiche Talent gesehen hat und ihre Tochter traut sich das, was sie halt irgendwie nicht konnte. Ja, witzig, aber hätte auch sein können, dass sie das total unterstützt, ne? Also ist auch interessant. Man kann in alle Richtungen gehen, aber da ist es halt richtig explodiert. Ja. Die war auf jeden Fall sehr jung, die Mutter, die sie dann die Jennifer gekriegt hat. Und die Mutter meinte auch, dass diese Art von Aufwachsen Jennifer Lopez halt stark gemacht hat und unabhängig, so richtig tough irgendwie, was sie dann später im Business auch gebraucht hat. Ja. Und das ist halt die Frage. Das nützt natürlich im Business, ist vielleicht auch schwierig für die Beziehungen, die sie dann so hatte. Weil sie war ja immer sehr öffentlich und sie hat ja lange nach irgendwas im Außen gesucht, was sie sich selber irgendwie nicht so richtig zugestanden hat. Also ich glaube, mit Ende 30 oder so hat sie dann eine Therapie gemacht,
wo es dann erstmal darum ging, naja, liebst du dich denn selber? Und sie so, ja, na klar, so, klar war ich das. Bis sie das dann verstanden hat, wie sie sich selber irgendwie behandelt, dass da ja doch irgendwas ist, was vielleicht nicht ganz so läuft, was sie sich halt sucht bei den Männern, aber da irgendwie nicht so richtig findet. Die hat eine Therapie gemacht, wusste ich gar nicht. Ich glaube, alle Amis machen irgendwann mal eine Therapie, ehrlich gesagt. Ja. Gerade in dem Business. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist da nicht so. Stimmt auch. Also ich bin ja so ein bisschen verloren, aber in einem der Charts habe ich gesehen, dass sie den Mond im Skorpion hat. Und das bedeutet schon auch immer ein schwieriges Verhältnis zur Mutter, was sie ja offenbar hatte. Und ich habe auch den Mond im Skorpion. Oh nein. I can relate to this. Ja. Man hat schon den Eindruck, dass sie aus einer sehr engen Beziehung kommt. Ne? Man sieht ja auch in Halftime, sieht man sie ja auch, wie sie da alle im Familienkreis da zusammen, glaube ich, irgendwas feiern. Thanksgiving, genau. Und da sieht man auch so eine Szene, wie die Mutter dann so, ach nee, das ist jetzt noch, das ist irgendwie zu scharf oder so. Also die ist bestimmt ein bisschen streng und dominant gewesen. Aber das kann eine Jennifer ja gut aushalten, weil sie ist selber auch eine sehr starke Persönlichkeit geworden und gewesen. Also hat sie auch mitgebracht, ne, als Löwin. Hast du dich nicht auch gefreut? Endlich mal eine Löwin? Ja, ich mag Löwen halt total gern. Ja, ich weiß, du magst, ja. Also ja. Aber das mit der Mutter, mit dem, was du gerade meintest, das ist ja auch so eine Art Perfektionismus, finde ich. Dann immer so zu gucken, nee, da ist zu viel Essig, nee, da ist zu viel jenes, da ist zu wenig das. Ja, das ist Kritik halt immer, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir so im Nachhinein, vielleicht hat J.Lo diesen Perfektionismus auch von ihrer Mutter irgendwie so ein bisschen übernommen. Weil, was ich im Human Design gesehen habe, da finde ich das nicht, dass sie das so vom Grund auf vom Naturell so sehr hat. Hast du da was? Ja, doch. Also sie ist Aszendent Steinbock und die sind ja schon sehr ehrgeizig und kritisch und ausdauernd und wollen vorwärts marschieren und so. Ja, sind auch über Umwege zum Glück und so. Von Human Design sehe ich das eher in dem Typ, weil sie hat super viel Energie. Ja. Und ist sehr willensstark. Das ist auch wieder der Löwe, ne? Genau. Das sehe ich alles, ja. Aber diesen Perfektionismus, den sehe ich nicht. Und der kommt immer wieder bei ihr so durch. Das ist auch der Steinbock, der will perfekt. Der ruht nicht, bis es perfekt sitzt. Ja, das ist so ein innerer Kritiker auch. Apropos Kritiker. Der innere Kritiker ist das eine, aber sie hat ja auch von außen extrem viel Kritik bekommen. Ich habe es ja schon kurz angedeutet. Ja. Ich finde, es gibt wenig Menschen, die so, so, so erfolgreich sind und so extrem viel Kritik dafür kriegen und immer noch, nachdem sie so viel Platten verkauft hat, nachdem sie so viele Filme gemacht hat, die auch teilweise nicht alle, aber richtig gut angekommen sind, immer noch sich sagen lassen muss, die ist untalentiert, die kann nichts, die kann nicht singen, kann gar nichts. Also dazu habe ich auch von ihr nochmal ein Zitat, wo sie sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute mir gesagt haben, dass ich nicht tanzen, nicht schauspielern und nicht singen sollte. Sogar als ich schon berühmt war. Hätte ich darauf gehört, würde ich den ganzen Tag nur drin sitzen und nichts tun. Nur du weißt, was in dir steckt. Das finde ich natürlich auch eine super inspirierende Botschaft. Wenn jemand, der so erfolgreich ist, ne, wenn man das sieht, so von Weitem ist so, ja, okay, aber so wie die kann ich nie werden. Ne, wenn irgendwie jetzt wirklich Sängerin werden will, Schauspielerin, ja, okay, krass. Aber wenn die sich sogar anhören muss, lass es sein, das wird nichts. Und dann denkt man sich doch, ja, okay, krass, wenn es ist einfach konstant Kritik um dich rum, wird es auch immer sein. Am Endeffekt kommt es halt nur darauf an, okay, was ist denn in dir drin los? Was ist denn deine Leidenschaft? Und wo hast du diese Energie, um dran zu arbeiten und was aus dir zu machen und immer wieder dran zu bleiben? Das ist natürlich auch so eine schöne Bilderbuchstory, ne? Dieses, okay, erstmal leiden und dann overcome und schaffen. Aber mir war auch nicht klar, dass sie so viel Kritik bekommen hat und dass man sie so wenig ernst genommen hat auch. Erst war sie Schauspielerin, dann hat sie angefangen zu singen. Alles kann sie gut, ne? Ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man alles so gut kann. Ich habe immer krass viel Respekt vor Leuten, die so talentiert sind mit allem Möglichen. Ich auch. Ich kann weder malen, noch kann ich singen, noch bin ich sportlich. Also das ist immer alles, wo man irgendwie Talent braucht. Du kannst vergessen. Hey, wir waren gestern auf dem Shooting und da habe ich auch ein bisschen von Jennifer Lopez inspiriert. Dachte ich so, oh, ich will jetzt auch mal tanzen. Und dann haben wir so eine ganz kurze Choreografie einstudiert. Ach stimmt, das habe ich gesehen. Ja, ey, das hat so einen Spaß gemacht. Das ist auch total meditativ, wenn man sich wirklich darauf konzentrieren muss, okay, Jetzt kommt das. Also ich muss sagen, danke Jennifer. Ich werde mich demnächst, wenn ich mal wieder so ein freies Zeitfenster habe, anmelden zu einem Hip-Hop oder sonst wie Dance-Class, weil es mir wirklich auch Spaß macht und Bewegung schon auch total gut tut und Kopf frei macht. In der Studie ging es mal darum, was hält am fittesten im Alter.
Und Tanzen gewinnt mit Abstand. Echt? Ja, weil du nicht nur den Körper bewegst, wie zum Beispiel jetzt bei Fitness oder irgendwas laufen oder so, ne, wo es wirklich um deinen Körper geht, sondern beim Tanzen musst du ja dein Gehirn mit anstrengen. Ja, genau. Für die ganzen Routinen, ne, was du auch sagst, dann ist nur das im Fokus. Also Kopf-Körper-Koordination, deswegen ist es richtig gut. Ich finde es auch super. Ja, also danke Jennifer schon mal dafür, für deine Inspiration. dass sie inspiriert ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Sie hat ja die Zahl 11, die ist eine Meisterzahl, die Lebenszahl, zusammengerechnet. Weißt du schon, wie man das zusammenrechnet? Ja, jetzt haben wir schon so viele Folgen gemacht, jetzt weißt du es wahrscheinlich auch. Ne? Ja, du hast bei Michelle Obama das, glaube ich, erklärt. Okay, okay, also genau. Da hat man das Gefühl, dass manche Dinge öfter kommen bei erfolgreichen Menschen. Ja, ja, oder da interessiert es mich dann halt auch besonders, woher das kommt. Ja. Die 11 ist eine Inspiration für alle. Das ist Jennifer, definitiv. Und jemand, der das Rampenlicht liebt, das passt auch gut zu ihr. Und immer wieder auf der Suche nach Wahrheit. Bei ihr ist es, sie sucht, glaube ich, sehr stark die Liebe. Ja, total. Aber sie sucht halt immer im Außen, ne? Oder hat es lange im Außen gesucht. Ja. Ich hoffe ja, dass das jetzt mit Ben Affleck, ich hoffe ja, dass das echt jetzt gut läuft. Aber wo ich das gehört habe, dachte ich so, hä? Was ist denn das? Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Ich habe auch keine Ahnung, was damals da passiert ist, aber das ist so, stell dir das mal vor, mit jemandem, wo du vor 18 Jahren mal irgendwie dachtest, das wäre jetzt das Ding und dann passt das ja offensichtlich nicht. Das ist total romantisch. Ich war jetzt gerade auf dem Matura-Treffen, das Wochenende, 30-jähriges, und da habe ich manche Leute auch echt lange nicht gesehen. Und unter anderem saß da eben auch einer meiner ersten Freunde. Und dann schaust du dir so alte Fotos an. Jemand hat auch ein Fotoalbum mitgebracht und dann fließt du auch so dahin. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann wieder so wieder in diese Liebe dann so reinkippt. Ja. Ja, das ist schon, das macht schon was mit einem irgendwie, vor allem wenn man dann auch so eine gemeinsame gute Zeit miteinander hatte, ja. Und was Verbindendes. Und Liebe ist ja auch so eine Verbindung, ne? Eine ganz besondere Verbindung, die man eingehen kann. Übrigens, bei dem Matura-Treffen meinte auch eine zu mir, da ging es um Podcast und was macht jetzt wer und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich viele Podcasts höre und unter anderem auch einen mache. Und dann, bevor ich noch gesagt habe, meinte die eine, ja, sie liebt Biografie-Podcasts und ihr wurde ein Podcast vorgeschlagen, der heißt Heldenhaut nah, ob ich den schon gehört hätte. Das ist witzig, oder? Und ich so, nein, du wirst lachen, den Podcast, da mache ich auch mit. Das war echt cool. Finde lustig. Fand ich echt witzig, ja. Wie hat die da reagiert? Das ist ja mega lustig. Ja, dann hat sie gesagt, okay, komm sofort auf meine Liste, auf Platz 1, hört sie sich an. Und ja. Ja, schönen Gruß an der Stelle, ne? Ja, schönen Gruß, genau, ja. Das war echt cool. Da dachte ich so, okay, schön, funktioniert, toll. Ja, zurück zu Jennifer. Super Bowl hat sie gemacht. Genau, da hat sie ja auch schon mit ihrer Tochter gesungen, Emmy. Du wusstest so gar nicht, dass es ihre Tochter ist, oder? Nee, ich habe die Halftime Show gesehen, bevor ich mich da weiter mit beschäftigt habe. Mhm. Ja, da waren ja viele Kinder. Ich war okay. Das ist jetzt keine Ahnung. Nee, das war tatsächlich ihre Tochter. Und jetzt vor kurzem haben die auch nochmal zusammen gesungen. Und das fand ich auch echt spannend. War jetzt Mitte Juni bei der Blue Diamond Gala in Los Angeles. Und da hat sie mit ihrer Tochter 1000 Years gesungen. Stellt sie so vor, wie, ja, das ist mein liebster Duettpartner, sie singt nicht sehr oft mit mir. Aber sie sagt eben nicht sie, sondern sie sagt they und them. Und damit stellt sie einfach klar oder geht eben darauf ein, dass ihre Tochter sich also weder als Mädchen noch als Junge sieht. Fand ich schon erstaunlich. Die ist jetzt 14 und tritt da so auf, sah auch unheimlich süß aus in ihrem komplett rosa Sakko und rosa kurze Hose. Und ein Käppi hatte die auf und in den Regenbogen-Mikro hat sie reingesungen. Ja, es kommt aber auch wirklich so rüber, als wären die einfach sehr selbstbewusst, die Kinder. Ja, und auch Kinder der Zeit. Ne? Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich bin schon, gerade wenn du sagst, du beobachtest, wie die so interagieren, ne? Mutter, Tochter und auch Mutter, Kind allgemein, hat sie dann schon echt was gepackt. Ne? Also wenn die Kinder so selbstbewusst sind, auch mit ihren ganzen Präferenzen und das öffentlich machen, schon alleine, ganz ehrlich, wärst du denn mit 13 auf eine, ja, du vielleicht, aber ich wäre mit 13 auf keine Bühne gegangen und hätte gesungen bei der Halftime-Show. Da hätte ich gedacht, nee, komm, was? Ja, vor allem, was ich schön finde, ist,
dass sie nicht aufgeregt ist, weil sie hat ihre Mutter neben sich. Das ist nochmal ein anderes Singen auf der Bühne, ne? Wenn du mit deiner Mama auf der Bühne bist. Klar bist du dann aufgeregt, aber so viel kann dir auch nicht passieren, ne? Deine Mama wird dich schon backuppen. Ja. Ja, stimmt, aber es ist trotzdem ein Riesending. Aber vielleicht merkt sie es dann auch erst so in 20 Jahren, wenn sie zurückblickt und merkt so, hey, das war eigentlich ein Riesending. Aber kam mir jetzt nicht so groß vor, aber hey. Ja, oder vielleicht macht sie dann auch genau was anderes. Aber prädestiniert zum Singen ist sie ja schon. Ne? Papa hat ja auch gesungen. Ich habe mir mal jetzt ein Lied auch angeschaut, wo sie beide auftreten, auf Spanisch singen. Das ist schon. Ach, meinst du jetzt J-Lo und Marc Anthony? Ja, genau, die meine ich. Okay. Genau. Und das ist schon sehr romantisch, wenn die beiden da singen. Ihn fand ich noch nie so richtig sympathisch. Besonders attraktiv ist er auch nicht, aber ja, schöne Stimme auf jeden Fall auch. Vom Paar her finde ich jetzt auch, passen die schon ganz gut, Ben Affleck und Jennifer Lopez. Das sieht schon gut aus zusammen. Na, hoffen wir es diesmal, aber schon. Ja. Du, was mich auch noch fasziniert hat an ihr, war diese Versace-Nummer. Fashion, na komm. Bei der 42. Grammy-Verleihung hat sie ein Versace-Kleid getragen. Das grüne Kleid. Das war 2000, war das, ne? Genau, 23. Februar 2000 war das, genau. Und damit ist sie um die Welt gegangen mit diesem Outfit. Das war Dress of the Year, wahnsinniges Medienecho. Das war von der Donatella Versace designed. Das Besondere daran finde ich aber eigentlich, dass es seitdem Google Images gibt. Also diese Google-Bildersuche. Früher hat man, wenn man bei Google was gesucht hat, hat man Schlagwörter eingegeben, Suchwörter, und dann hat es einem irgendwelche Links ausgespuckt, passend zu den Wörtern. Und inspiriert eben von Jennifer Lopez in dem grünen Kleid, in dem Versace-Kleid, hat sich Google weiterentwickelt und hat eine Bildersuche auf die Beine gestellt. Ja, danke Jennifer für die Inspiration. Das ist eine ziemlich coole Errungenschaft, dass wir jetzt auch Google-Bildersuche haben. Die Leute haben quasi das Internet kaputt gemacht, weil sie unbedingt dieses Bild sehen wollen. Genau. Dann haben zu viele Leute einfach Jennifer Lopez grünes Kleid. Grünes Kleid gesucht und nichts gefunden. Ja, genau. Das war die beliebteste Suchanfrage überhaupt. Da hat sie es ja später nochmal angezogen. Auf dem Laufsteg dann, ne? Auf dem Laufsteg. Mit Donatella. Genau. Das ist ja echt fast die Frage, für wen war das jetzt einschlagender? Für Jennifer Lopez oder für Donatella Versace? War ja die perfekte Kombi dann. Ja. Für beide war es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Das ist so ein Funfact, der muss mit rein. Das finde ich echt irgendwas Spezielles. Ist gut. Fällt mir. Ja, sie sieht auch echt hinreißend aus. Ja, ich meine, man muss nur sein Leben lang tanzen, dann sieht man halt so aus. Also, ich würde es nicht hinbekommen, die ganze Zeit zu trainieren. Also, puh. Ja. Ach, da fällt mir ein, es gab ja irgendwann einmal das Gerücht, dass sie ihren Popo versichert hat lassen. Ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Keine Ahnung, aber also das ist ja auch sowas, wie oft die sich anhören musste. Ja, okay, ist nur ein hübsches Gesicht und ein dicker Po und überhaupt. Und immer wieder darauf angesprochen zu werden, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Po? Wie stehst du denn zu deinem Po? Was sind das für blöde Fragen? Total blöd, ja. Sie ist in der Zeit berühmt geworden, als so dieses dünne, blonde Mädchen quasi Mode war. Ja. Dünn und blond, was auch immer. Und dann hat man ihr ja auch geraten, ihr Agent, ja, du musst abnehmen und in das Format passen und was auch immer. Und im Endeffekt, das ist so ein bisschen das, was mir damals von Diana gewünscht hätte, ne? Dass die dann irgendwie sich hinstellen und sagen, ich bin toll, so wie ich bin. Ja. Nö, die hat gesagt, die hat den Agent gefeuert. Die hat gesagt, hey, ich bin aufgewachsen mit solchen Frauen. Ich kenne Kurven. Kurven sind wunderschön und ich sehe halt so aus und fertig. Und dann, ja, den Typ rausgeschmissen. Und im Endeffekt hat sie auch geholfen, dass das Frauenbild sich da verändert hat. Und jetzt wollen irgendwie alle einen riesen Po. Ja? Jetzt ist das irgendwie gerade ein Ding. Aber wie irre ist es? Du hast halt die Figur von 2000, die beliebt war, und jetzt ist es 2020. Ja, gut. Ich finde, heute ist so schön und dank dieser Menschen, heute kann man alles haben. Heute darf man alles tragen. Hatte ich erst gestern die Unterhaltung mit einer Fotografin. So, wir hatten uns als Teenager beide irgendwie geniert für gewisse Körperteile und heute ist uns das so egal. Da haben schon viele den Weg gut vorbereitet. Das ist auch eine der Sachen, die ich so toll an ihr finde. Ja. Sich da so hinzustellen. Das sehe ich auch in ihrem Design. Das ist ganz wichtig für sie, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt und Liebe für den Körper hat. Mhm, was sie auch klar hatte von Anfang an halt in diesem Showbusiness. Ne? Ja. Das finde ich sehr gut. Wenn sie das verleugnet, dann geht es ihr auch einfach nicht gut. Sie darf ihren Körper feiern und so. Wenn sie das nicht hat, dann fehlt ihr so die Basis. Das ist dann ganz schwierig. Ach, und das schön. Hat sie ja von Anfang an. Aber auch cool, weil sie halt so viel getanzt hat. Ne? Und sie hat ja immer ihre Emotionen auch ausgedrückt über ihre Bewegungen. Mhm. Und da ging das so Hand in Hand. Mhm,
Ja, super. Ich meine, als Löwin ist sie ja auch prädestiniert, auf der Bühne zu stehen und zu gestalten, also auch zu machen. Ach so, du meinst quasi ja auch, wie sie halt auch Shows entwirft. Ja, genau. Ist ja auch mehr gestalten, als sich hinzustellen und Genau. jetzt nur, ich sag's in Anführungsstrichen, Ja. nur zu tanzen. Ja. Und sie hat ja Hustlers hat sie ja produziert. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja. Wahnsinn. Und nur Frauen in der ganzen Crew. Sie hat Ja. gesagt, das hat sie noch nie in 40 Filmen erlebt. Sie will das halt auch fördern, ne? Frauen in der Kunst und so. Richtig gut. Ja, hast du schon gesehen? Nee, aber den gucke ich mir bald nochmal an. Hast du den denn noch angeguckt? Ich habe so, ich bin jetzt auf der Hälfte. Aber ich habe schon diese irre tolle Stangenszene gesehen. Das ist echt eindrucksvoll, von der sie ja selber so aufgeregt war. Ja, weil das ja auch mega hart ist, das zu lernen. Die Ja. ganzen blauen Flecke, um Gottes Willen. Ja, diese Körperhaltung, diese Körperbeherrschung. Das ist ja fast Akrobatik. Ja, wirklich toll. Sie ist ja schon prädestiniert für sowas, weil sie ihr ganzes Leben einfach ihren Körper bewegt und trainiert hat. Und trotzdem ist es das, wo sie am meisten blaue Flecke und am meisten Schmerzen hatte von allem, was sie je so gelernt hat, körperlich. Das ist schon krass. Ja. Sie hat den Maß im Schützen. Das hilft, wenn man athletisch und sportlich mit dem Körper arbeitet. Also da hat sie gute Voraussetzungen. Ja, ich könnte das, glaube ich, nicht. Nee, stimmt. Mit meinen Voraussetzungen. Oh, nee. Du hast den Mars bestimmt ganz woanders. Ich glaube auch, der ist ganz weit entfernt. Schauen wir uns mal anders an. Ja. Was ist so Ihr Thema? Ihr Thema ist Geschichten erzählen. Tatsächlich. Echt? Und das fand ich ganz schön, es zieht sich richtig gut durch bei ihr. Schon als sie Tänzerin war, hat sie mal gesagt, sie war nie die beste Tänzerin. Also hat sie sich immer gesagt, okay, ich muss es auf meine Art besonders machen, also lege ich ganz viel Emotion und Ausdruck in das, was ich da tue. Also mit ihrem Körper hat sie quasi da schon die Geschichte erzählt. Und auch so, mit allem, was sie tut, zum Beispiel eben auch bei der Halftime-Show, hat sie eine Botschaft. Ist ihr wichtig, das zu verpacken durch ihre Kunst, was sie halt mitteilen will. Und da war es zum Beispiel, eigentlich ist sie ja nicht politisch, aber mit Trump zu der Zeit hat sie gesagt, okay, jetzt kann ich irgendwie auch nicht so nichts mehr machen dazu. Sie hatte ja diese Emotion so krass, als sie gesehen hat, dass die Kinder getrennt werden von ihren Eltern, die aus Mexiko einwandern. Danach hat sie auch diese Käfige entworfen, die bei der Halftime-Show mitstanden, wo dann die ganzen Mädchen gesungen haben und quasi aus diesen Käfigen sich befreien. Da hat sie sich ja auch durchgesetzt. Das sollte ja gestrichen werden. Das finde ich auch krass, dass sie es durchgesetzt hat. Also das war der NFL ja viel zu Ja. politisch und wollten sie nicht. Und Ja. kurz vorher hieß Ja. es, nee. Aber sie Ja. hat es ja hinbekommen. Das ist schon bewundernswert. Ich glaube, deswegen hat sie auch so ein bisschen so den Ruf, dass sie eine ziemliche Zicke sein kann. Aber ich finde, das war eher so, die setzt sich halt krass durch. Hut Die lässt ab. sich nichts sagen, ja. Nee, und dann kriegst du natürlich auch schnell so einen Ruf, hatten wir ja schon bei Michelle Obama tatsächlich. Ja, die nörgelt rum und auch anstrengend. Und das ist auch wieder so was Ähnliches. Glaubst du, dass Jennifer Lopez nett ist? Ich glaube schon. Aber ja, also es kommt darauf an, wen du fragst. Wenn man die Jennifer Garner fragt, die wird wahrscheinlich anders reden über Jennifer Lopez. Über wen hätte sie gut geredet an der Stelle? Ja, damals so bei Jenny from the Block, als das so rauskam, da dachte ich so, boah, ob die jetzt wirklich noch so verbunden ist mit ihren Wurzeln unbedingt, ob man das jetzt so abnehmen kann, boah, fand ich so ein bisschen zu choreografiert, dieses Image. Ich bin zwar jetzt reich, aber ich bin immer noch von der Bronx und so. Fand ich damals nicht so irgendwie überzeugend. Wirkt ja so ein bisschen inszeniert, ne? So mit ihren. Schon. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich mir das alles mal angeschaut habe und mehr recherchiert habe und so, habe ich gemerkt, dass sie schon eine krasse Verbindung hat zu ihren Wurzeln und das auch immer wieder mit betonen will. Und ihr Herz schlägt einfach für die Latinas. Das glaube ich ihr wirklich. Das nehme ich ihr echt ab. Ja, die Verbindung zu ihren Wurzeln, genau. Und die sehe ich auch noch in ihrem Chart. Und zwar hatten wir das schon mal so ähnlich bei Maria Theresia, die Queen, die die Ressourcen verteilen kann. Das hat Jennifer Lopez auch. Und sie hat sich ja auch ihren Stamm gesucht, also ihre Leute. Das sind einfach die Latinas, für die schlägt ihr Herz und für die kämpft sie gerne und für die will sie halt ein cooles Vorbild sein. Weil es bringt immer was, wenn, sagen wir mal, jetzt eine kleine Latina sieht, hey, da ist jemand, die ist erfolgreich, da ist eine Jennifer Lopez, da ist eine Shakira, ich kann das auch so. Ne? Das ist immer so ein Bild, wenn man jemanden da irgendwie sieht, der so ähnlich aussieht wie man selber, dann denkt man, ach, ich kann das ja auch. Das liegt ihr wirklich am Herzen, das hätte ich nicht so gedacht. Das kam aber so echt ganz gut rüber, dass sie da wirklich. Vorbild, dass sie so Vorbild, dass ihr das Ja, bewusst ist, dass sie Vorbild ist, ne? dass sie ein Vorbild ist und dass sie ihren Erfolg auch dafür nutzen will, anderen das leichter zu machen. Sie hat ja auch so eine Foundation mit ihrer Schwester gegründet für Latinas, die quasi einen Kredit bekommen für ein eigenes Business, also zu unterstützen, dass die selbstständig werden können.
Also auch um da wieder anzusetzen. So Existenzgründerinnen. Ne? Genau, dass sie was Eigenes machen können. Offenbar schon auch ein wirkliches Herzensthema für sie, also Frauen zu stärken und ja. Ihren eigenen Weg zu gehen und nicht abhängig zu sein von Männern, Herkunft, was auch immer. Das hat sie ja wiederum auch von ihrer Mutter gelernt, ne? Das ist ja, ja auch eins dieser, sei tough und sei unabhängig und verlass dich ja nicht auf einen Mann und so. Ja, ja, auf die harte Tour auch gelernt, ne? Ich schmeiß dich jetzt immer raus. Ja, ich habe dir dein ganzes Leben beigebracht, sei unabhängig, jetzt zeig mal. Genau. Sie hat sich durchgesetzt und ist auch einfach glaubwürdig, ne? Sie ist den Weg selbst gegangen und so wie sie auch sagt, also wovon lernt man? Man lernt, wenn es jemand vorgemacht hat. Ja, und am Ende war ja auch nochmal so ein Ding, alle haben ja gesagt, in Hustlers, dass sie da so krass performt hat und irgendwie haben alle gedacht, die kriegt jetzt eine Nominierung für einen Oscar oder einen Golden Globe zumindest oder so. Und es hat halt alles nicht so funktioniert und da waren halt alle schon super enttäuscht. Und im Endeffekt hat sie aber auch gesagt, ich mache das ja auch nicht für Awards, ich mache das, um mich auszudrücken, ich mache das, weil ich Geschichten erzählen will, da ist es wieder. Und sie will was fühlen und sie will das andere was fühlen. Und so choreografiert sie auch immer, so produziert sie, sie will diese Emotionen auslösen. Ja, genau, es liegt nahe. Und sie will ihre Stimme so gut nutzen, wie sie kann und ein Statement machen. Und das ist genau das, was sie in ihre Sonne im Human Design hat, da wo die meiste Energie einfach ist. Finde ich noch ganz passend. Ah ja, okay. Also nicht unbedingt reden, sondern vielleicht auch einfach singend, ja. Wie auch immer sie sich ausdrückt, sie nutzt ihre Stimme und ihre Stimme kann alles sein. Mhm. Was hast du denn noch so aus Astrosicht oder Numerologie? Ja, also die Jennifer ist an einem Donnerstag geboren. Und ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht geredet, dass das auch einen Einfluss hat. Jeder Tag, an dem man geboren ist, das macht was mit dir. Und der Donnerstag, da regiert der Jupiter. Jupiter ist der Optimist unter den Planeten, der großmütige, großzügige, auch der Kreativplanet. Jennifer an einem Donnerstag geboren. Das passt auch zu ihr. Die kommentieren gerne Leute rum. Sie ist aber eben auch optimistisch, großzügig, tolerant, ein feines soziales Gespür und einfühlsam und möchte Menschen lieben und möchte geliebt werden. Das will das Donnerstagskind. Und das Donnerstagskind hat auch eine besondere Beziehung zu Geld, liebt Geld und geht auch verschwenderisch damit um. Sie sind auch ehrgeizig, also sie verdienen ehrgeizige Geld, aber geben es auch verschwenderisch, großzügig dann auch aus. Und da gibt es eine gewisse Gefahr bei Donnerstagskindern, bei Jennifer jetzt weniger, ne? Dass sie einfach mehr ausgeben, als was sie haben. Oh, es kommt immer auf die Ausgaben an, nicht auf die Einnahmen. Also man kann immer mehr ausgeben, als man hat. Stimmt. Also sie hat schon recht, sie hat schon gut gesorgt, ne? Ich glaube, sie ist wirklich so busy mit Geld machen, dass sie jetzt nicht so viel permanent ausgeben kann, aber es würde schon irgendwie gehen. Stimmt auch wieder. Und auch dieses Expandierende, was der Jupiter so hat, ist auch eine Veranlagung. Man isst wahnsinnig gern. Man kann eigentlich quasi gar nicht aufhören zu essen. Das kann ich bestätigen. Mein jüngster Sohn ist auch am Donnerstag geboren. Also nicht, dass er dick ist, auf gar keinen Fall, aber er ist so ein Feinschmecker. Also so dieses Essen ist ein großes Thema. Das war's zu Jennifer. Okay, dann habe ich noch eine Sache. Wenn man sich diese Halftime-Doku anguckt, ja, ich weiß, jetzt reden wir die ganze Zeit davon, aber trotzdem fand ich es so richtig schön auffällig, hört man ganz oft, dass sie sagt, oh, ich musste erstmal mich finden, ich musste erstmal rausfinden, wer ich überhaupt bin. Und also ganz, das kommt ganz oft durch. Und wenn ich mir das in ihrem Human Design Chart anschaue, ist es so, dass sie ein offenes Richtungszentrum hat. Wir hatten es bei Hannah Arendt, dass es für sie ganz günstig war, sich halt immer anzupassen an ihre Lebensumstände. Und bei Jennifer ist es auch so ähnlich. Ohne diese offene Identität wäre die nicht Tänzerin und Schauspielerin und Sängerin und Geschäftsfrau. Und sie ist ja alles. Sie hat ja keine fixe Identität so im Prinzip. Sie ist halt immer mal, was gerade gebraucht wird so ungefähr. Und das macht ja unheimlich viel Spaß. Also finde ich das für sie total passend, dass sie so überall sich da reinfühlen kann. Und das Konstrukt der Identität für sie ist halt eine flexible Geschichte. So, wenn sie sich da aber zu sehr mit verkopft, mit beschäftigt, dann geht es immer in diese Richtung von, oh Gott, wer bin ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Endeffekt, wenn sie sich auf ihre Energie konzentriert, die sie ja in Unmengen hat,
und auch gerade viel Willensstärke, wie ich schon gesagt habe, wenn sie sich darauf konzentriert, was sie will. Und da hat sie ja ein total konkretes Bild. Sie sagt ganz oft, wenn sie irgendwas konzipiert, irgendwas gestaltet, sagt sie ganz oft, ich wusste genau, wie ich das möchte und so machen wir das dann, ne? So ähnlich hast du es auch schon mal gesagt vorher. Ja. Ein genaues Bild, was ich will und so wird es gemacht. Da liegt ihre Energie, da liegt ihre Stärke. Dieses andere, diese Identität, wer bin ich? Eine fixe Ausrichtung, sowas wie Marie Curie, hatten wir ja die Forscherin von früh bis spät, von vier ab schon, ich will lernen, ich will forschen. So, das hat sie nicht, aber das kommt ihr total zugute, weil die würde sich ja langweilen mit einer Sache gefühlt, jetzt so viel Energie, dass sie diese ganzen Sachen alle bedienen kann. Fand ich verrückt, dass sie immer dachte, sie müsste sich jetzt eine Auszeit nehmen, um da irgendwie das zu ergründen, wo es eigentlich total super läuft, wenn sie sich auf ihre Stärken konzentriert und diese Energie einfach folgt. Und ganz witzig fand ich da auch das Beispiel, da hat ihre Produktionspartnerin hat so gefragt, ja, ich will, dass wir bei der Show J-Lo sehen. Irgendwie so. Und sie dann so, ja, was meinst du denn jetzt? Meinst du die Latin J-Lo? Meinst du die Funk J-Lo? Meinst du die Hip-Hop J-Lo? Was willst du denn von mir? Das fand ich so witzig. Da dachte ich mir, ja, ist halt ein fluides Konzept. Kannst du alles. Kannst du alles bieten. So, super. Ja, und dann gibt es so viele Versionen von ihr. Sogar im Singen gibt es da noch mehrere Versionen. Also ja, das fand ich noch ganz, ganz schön. Das stimmt, das ist auch echt schön. Ja. Wahnsinns-Energie-Bündel. Ja. Tolle Frau. Ich finde es immer noch krass, wie sie es alles irgendwie parallel hinbekommt. Ja, das fasziniert mich auch. Gerade auch dieses, okay, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Sonntag ist bei ihr Fun Day und da dürfen ihre Kinder auch iPad. Unter der Woche dürfen sie es nicht. Da dachte ich mir, okay, das fühle ich jetzt auch ein. Echt, ja? Und wie kam das so an? Er ist gerade erst von der Klassenfahrt zurückgekommen. So lange haben wir das neue Thema noch nicht. Mal schauen. Hey, magst du noch mal sagen, was ist jetzt mit J-Lo für dich? Was hat sich auch vielleicht geändert, so von der ersten Idee, dass wir mal über die reden, bis jetzt? Sie ist nicht nur eine schön anzusehende Person, sondern sie hat schon auch eine Message, eine Mission, dass sie das durchsetzen will. Frauen können was, Frauen können was schaffen, können was erreichen, besonders puerto-ricanische Frauen. Latinas. Woo. Latinas, ja, genau, genau. Und das hast du mir jetzt nochmal auch so schön aufgezeigt. Ja. Sie ist nicht nur hübsch im Versace-Kleid anzuschauen. Ja. Und sie liebt ihre Kinder. Ich glaube, sie wird darauf achten, dass ihre Kinder nicht mit 18 abhauen. Das Gefühl habe ich. Das wird ihr nicht passieren. Ja, und auch richtig toll. Sie nimmt ihre Kinder auch so ernst. Das gefällt mir auch sehr gut, dass sie ihre Tochter da als non-binär vorstellt bei dem letzten gemeinsamen Auftritt. Das finde ich schon sehr weit vorn. Zeigt, dass sie auf Augenhöhe mit ihren Kindern ist und die auch wirklich das sein können, was sie wollen. Nämlich sie selber. Und nicht irgendwie die Tochter von Jennifer sein müssen. Oder der Sohn von. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch. Das ist echt schön. Ja, also ich bin einfach beeindruckt von der ganzen Energie. Und mittlerweile mit mehr Beschäftigung nehme ich ihre Mission auch ab. Was tatsächlich, ich finde, man ist so ein bisschen von dem, was man so liest oder so nebenbei einfach nur so mitkriegt, was halt immer da sich, wie sich da immer das Maul zerrissen wird über diese Person, hat man schon so ein bisschen das Gefühl von, ach ja, kann man die jetzt so richtig ernst nehmen? Aber wenn man mal genauer reinguckt, finde ich das voll. Also ich kann es gut hören, was sie der Welt mitteilen will und mich inspiriert es und mich hat es berührt. Du bist jetzt auch Jennifer-Fan. Ja, schon. Sehr gut. Und ich werde mir auf jeden Fall noch Hustler angucken. Ich bin gespannt. Ich habe so viele gute Kritiken gehört. Also. Super. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Ich schaue es mir auch gleich weiter an. Super. Schön war's. Und danke, Jennifer, dass du bei uns warst. Und ich bin gespannt, wer das nächste Mal bei uns ist. Wir freuen uns immer über Vorschläge und vor allem, warum die Person inspirierend für euch ist. Genau, genau. Das sammeln wir weiter. Super. Mach's ganz gut. Damit nicht vergessen, du bist der Held deiner eigenen Geschichte und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.